Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge For the People. Dieses Video stammt auch aus dem Twitch-Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Erzählung so ein bisschen komisch vorkommt, ist dieser Sozialarbeiter. Also das klingt so, als wäre da eigentlich irgendwer anders undercover unterwegs gewesen, um sich irgendwas anzugucken. Ein Sozialarbeiter. Ach schön, Horsti. Sozialarbeiter, die Soziologen sind schon mal uns nicht geheuer. Also ihm und jetzt, wo er es sagt, mir auch nicht, deswegen sage ich uns. Ja. Also das ist einfach schwer rauszufinden, wer ist das? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute in der Abteilung so gar keine Ahnung haben, was ihre Mitarbeiter machen. Insofern, ja. Den finde ich komisch, aber ich glaube nicht, dass eine Überprüfung da irgendwas bringen würde. Die würde, glaube ich, im Sand verlaufen. Ja, und Elektriker, der die Stromleitung reparierte, wenn die keinen guten Job gemacht haben, waren die eventuell auch nicht von den städtischen Diensten und denen werden wir nicht habhaft. Mhm. So, bleibt noch der Zechkumpan des Ermordeten und der Kapitän. Ja, und ich glaube nicht, dass es Updike war oder der Kapitän, wenn man ihn danach noch lebend gesehen hat. Also wir glauben beide nicht, also ich glaube, mir geht es ähnlich. Ich glaube nicht, dass es der Updike war und das mit dem Kapitän wüsste ich jetzt auch nicht. Was könntest du nochmal die Info zu dem Albert aufmachen, zum Freund Albert, genau. Weil dieses, er hat kategorisch abgelehnt, mit mir zu sprechen, da weiß er irgendwas, aber da kann jetzt der Journalist auch nicht ran. Da könnten jetzt die Behörden wahrscheinlich weiter nachfragen. Entschuldigung. Aber ich weiß halt nicht, was wir ihn fragen sollten. Was? Also eine Sache wäre halt, er arbeitet als Wachmann. Das kann natürlich sein, dass Updike in irgendeiner Form auch mit diesem Klau zu tun hatte. Mhm. Und sie haben sich auch gestritten, aber wir wissen nicht, worüber. Naja, wenn Preston die Leute erpresst hat und der Updike das spitz gekriegt hat, dann gefährdet der ja, sag mal, bist du bescheuert? Warum willst du da mehr Kohle rauspressen? Es läuft doch alles gut. Ja, was würden wir von ihm erfahren können, wenn wir ihn jetzt versuchen, mit unseren Behörden zu befragen? Also außer den... Ich schiele auf den Sozialarbeiter. Ich weiß nicht, also ich meine, hey, wir melden das an das Gebietskomitee und die müssen irgendwie was, die müssen an irgendeiner Stelle was rausfinden können. Wenn wir uns nicht auf die Partei in höher geordneter Ebene verlassen können, dann sind wir echt am Arsch. Das heißt, deswegen würde ich Sozialarbeiter und die Elektriker nicht kategorisch rausnehmen wollen, weil Updike ist vielleicht... Oh, ist vielleicht halt ein bisschen weit hergeholt, aber könnte was wissen und was damit zu tun haben. Sozialarbeiter, würde ich sagen, da ist was zugange, besonders weil der nicht nach oben gegangen ist, sondern nur unten war und eine Umfrage vorgegeben hat zu machen. Und die Elektriker haben keinen guten Job gemacht. Ich hätte jetzt gesagt, Sozialarbeiter geht ins Haus rein, ist hochgewachsen, helle Haare, dunkle Jacke... kann auch eine falsche Fährte sein. Elektriker, die einen schlechten Job machen, ist halt auch so eine Sache. Bin ein bisschen enttäuscht, wenn Herr Traube schon bei den municipalen Diensten angerufen hat, wegen dem Sozialarbeiter, warum hat er nicht nach den Elektrikern gefragt? Also einfach checken, waren da denn Elektriker von euch da? Und wenn die städtischen Dienste gesagt hätten, Elektriker? Ich könnte mir fast vorstellen, dass es einfacher wäre, die Elektriker oder einen von den beiden zu finden, als den Sozialarbeiter. Ja, wahrscheinlich. Weil der Sozialarbeiter, der ist da einfach irgendwie rumgelaufen und hat eine Umfrage gemacht. Die Elektriker müssen erstmal irgendwie ins Haus gekommen sein. Ich weiß nicht, wie vertrauensselig die Leute in diesem Staat sind, ob die einfach irgendwen reinlassen oder ob die sich ausweisen müssen oder so. Möglicherweise haben die Elektriker auch irgendwas anderes gemacht und haben die Wohnung verwanzen wollen. Deswegen hat dann das Licht geflackert oder so. Ach, jetzt fangen wir schon selber an mit Verschwörungserzählungen. Ich bin gerade für Elektriker.
Und ich kann ja nicht sagen, warum. Ich bin auch umgeswitcht auf Elektriker, weil also bei den Elektrikern ist es einfach so, sie haben einen schlechten Job gemacht, was mich in irgendeiner Form überzeugt lässt, dass das keine Elektriker waren. Und bei dem Sozialarbeiter könnte es sich auch um einen jungen Studenten handeln, der halt irgendwie Zeug macht und halt faul ist und nicht in die höheren Etagen reingeht. Ist kein gutes Indiz. Nee, nicht so richtig, aber es spricht auch irgendwie nichts für oder gegen irgendeinen der anderen. Ja. Ich glaube, ich bin bei Elektriker. Ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie zu zweit sind, ich weiß es nicht. So, und eine andere Sache ist auch noch da, ne? Was denn? Auch wenn der Sozialarbeiter hochgewachsen ist, das ist ein erwachsener, schwerer Mann, der es in den Knien hat. Wenn du einen Selbstmord faken willst und den irgendwo hochhängen willst und aufhängen, an einen Haken, brauchst du zwei Leute. Also davon ausgehen, dass es eben kein Selbstmord war, denke ich auch, könnte das einer nicht so richtig schaffen. Ja. Zumal ja irgendwie der Haken noch extra in der Decke angebracht worden ist. Wir wissen auch nicht so richtig, was die Elektriker da gemacht haben. Vielleicht haben die da auch noch einen zusätzlichen Haken angebracht, was dann dazu geführt hat, dass die Stromleitung beschädigt war. Haben das also vorbereitet, kann auch sein. Ja, ich wäre auch für Elektriker. Ich bin sehr gespannt. Ist es jetzt echt meine Fresse? Aber Ich auch. ja, ich bin für Elektriker. Es sind zwei Leute gewesen. Ja, ich bin bei dir. Und Edelhack ist auch da jetzt. Hey, Jetzt hat er. Edelhag, schönen guten Abend. Hallo, hallo. Beim municipalen Dienst wurde bestätigt, dass eine Brigade von Elektrikern aufgrund einer Störungsmeldung tatsächlich zu dem angegebenen Haus gefahren ist. Nun erfolgt dort eine Überprüfung auf mangelhaft ausgeführte Arbeit und im Gebietskomitee herrscht Unverständnis. Musste man deswegen etwa eine offizielle Anfrage stellen? Prestons Tod wird nach wie vor als Selbstmord angesehen. Scheiße. Ja gut, wir wissen aber nicht, ob es bei den anderen Lösungen zu einem anderen Ergebnis gekommen wäre. Korrekt. Also möglich, glaube ich, aber ehrlich gesagt, bei der Auswahl habe ich so den Eindruck, dass nicht. So, Romy, Stadtverwalten oder die Beschwerdebriefe? Beschwerdebriefe bitte. Alles klar. Wir haben ein paar. Also. Oha. Oh, das fängt ja schon gut an. Francis River. Francis, hast du Kinder? Wohl kaum. Du bist ja selbst noch ein Kind. Aber ich hatte eine Tochter, Susanna. Susi. Den Namen hat meine Frau sich überlegt. Ich hätte das Mädchen anders genannt, aber es ist, wie es ist. Eines Tages kam sie nicht mehr vom Spaziergang zurück. Zuerst waren wir ärgerlich, dann beunruhigt, danach in Panik. Als ich von dem Zugunglück hörte, habe ich es gleich gewusst. Meine Frau hat geweint, wollte es nicht glauben. Ich hatte es auch nicht glauben wollen, aber das gelang nicht. Man hat mir gesagt, wir finden deinen Liebling, mach dir keine Sorgen. Man hat mir gesagt, da waren keine Kinder. Sie haben es gesagt und selbst geglaubt, zumindest am Anfang. Meine Frau hat das auch geglaubt und ich wollte auch, konnte aber nicht. Dann wurde Susi gefunden. Meine Kleine wurde in irgendeine Senke geschleudert, die mit Müll angefüllt war. Ich weiß nicht, was sie an der Bahn gesucht hat. Man hatte sie wahrscheinlich nicht gefunden, wenn da nicht der Verwesungsgeruch gewesen wäre. Oh Gott, ihr Kopf. Ich war drauf und dran, das Gewehr zu nehmen und alles zu beenden. Zunächst wollte ich mich selbst erschießen, dann irgendjemanden aus eurer Bande, vielleicht auch dich, Frank. Was macht dich schlechter als zum Beispiel Fernsby? Was macht dich besser als meine Susi? Aber dann habe ich verstanden, dass dies nichts ändern wird. Es wird nichts mehr geschehen, niemals. Ich habe das Gewehr kaputt gemacht und die Patronen in den Teich geworfen. Dann habe ich diesen Brief geschrieben und abgeschickt. Wozu? Ich möchte, dass du es weißt. Ich möchte, dass du dich erinnerst, damit du es nicht vergisst. Klaus Herzog, Vater von Susanne Herzog. Alter!
Wir kriegen hier nichts mit. Also, wie? Ich bin gerade geschockt. Ja, ich auch. Okay. War auch durchaus explizit beschrieben mit. Ja. Okay, drei Antwortmöglichkeiten. Jeder, der einen Angehörigen verliert, verdient irgendein Schmerzensgeld. Wir beginnen mit Herzog. Aber er wird nicht der Einzige sein. 6.000. Das Geld wird dem armen Mann die Tochter nicht zurückgeben, wird aber der Familie helfen, dieses Leid durchzustehen. 3.000. Es tut mir sehr leid, wirklich. Ich denke nicht, dass ich die Kraft habe, etwas zu tun. Ist irgendwie auch spannend, dass das Lösungsangebot mit Geld verbunden ist. Also nichts mit, keine Ahnung, es könnten auch 15.000 für reparierte Infrastruktur sein, so als Möglichkeit. Oder eine Untersuchung oder Ermittlung oder keine Ahnung was oder eine Bekanntmachung oder Also insofern könnte man jetzt auf die Höhe des Geldes gucken, was man da nimmt. Ich wäre jetzt an dieser Stelle so so drauf, dass ich sagen würde, ich möchte gerne ihm das Höchste geben, weil gar nicht, weil ich auf das Geld gucke, sondern weil dieser Satz genau mit dem in Resonanz steht, was ich denke. Ich sehe aber auch das Geld und deswegen würde ich mir erst die anderen angucken, ob wir uns die 6.000 leisten können, die ich aber gerne geben würde. Ich finde das auch total gut. Ich könnte übrigens auch eine neue Verschwörungserzählung anbieten, die wäre dann, dass dieser Unfall das Ergebnis einer Sabotage ist. Ja, wir haben die Bahn sehr, sehr gut ausgestattet. Warum gibt es ein Bahnunglück, von dem wir bisher nichts gehört haben? Ja. Also, und wann war der eigentlich? Der war wahrscheinlich vor unserer Amtseinführung, vermute ich, oder? Stand es da? Nee, ne? Nein, aber also ich finde, er adressiert das direkt an mich. Genau. Also an uns. An dich und mich und an uns alle. Entschuldigung. Aber ich kann es verstehen, er ist ein Vater, der gerade seine Tochter verloren hat. Da ist es egal. Total. Und dadurch, dass er auch nichts fordert, wäre eigentlich die Antwort die menschlichste, die man geben kann. Und das wäre für mich nicht in erster Linie oder nur Geld. Also ich glaube, ich würde mir auch gerne die anderen Sachen nochmal angucken. Es hat sich bisher irgendwie häufig gezeigt, dass die eine Geschichte was mit der anderen zu tun hatte. Vielleicht ist das ja auch so. Ja, die nächste. Genosse River. Ich habe Herzschmerzen, obwohl ich erst 55 bin. Es schmerzt nicht aufgrund einer Krankheit, das ginge noch. Mein Herz pocht für die GOVK. G-O-V-K. Dieses empfindliche Organ schmerzt jedes Mal, wenn ich etwas für unser Land, der Kommune, Unnützes, Unwürdiges sehe. Und was sehen die Werktätigen am häufigsten? Richtig, ihr eigenes Heim. Oh, mein trautes Heim, unscheinbar dem Äußeren nach, aber fest und prächtig, bist du wie ein Schiff, das die Bewohner und Passagiere in die lichte Zukunft trägt. Aber wo ist der Kapitän, der mein wundervolles Schiff steuert? Wo ist hier das Steuer, an dem er abends, tags und vielleicht sogar nachts steht? Das ist natürlich die Hausverwaltung. Krasse Metapher, Alter. Leider ist nicht jeder würdig, ein solcher Kapitän zu sein. Nicht jeder sieht das Wesen, die selbstlose Heldentat einer solchen Berufung. Es kommt vor, dass der Kapitän unbedarft ist, denn dann gerät das ganze Schiff der Häuser in Verwahrlosung. Es kommt vor, dass er böse ist, unehrlich und knauserig, was den Bewohnern und Passagieren zum Kummer gereicht. Auch gibt es einen ehrlichen, bescheiten und bedenreichen, habe ich noch nie gehört. Aber der Schaden,
Der Schaden eines Gauners ist schlechter als die ganzen, als die guten Taten von 7 guten Menschen. Einfacher gesagt, Genosse River, mein Hausverwalter ist ein Hausherr, Hauskaiser, Haustyrann. Stellt euch nur vor, er reißt meine Gedichte von der Tafel beim Haus ab, als ob die Tafel nicht dafür hier stehen würde. Rühmen etwa meine Gedichte nicht die Partei? Erwähnen sie etwa nicht die Herzen der Werktätigen, als ob es etwas Nützlicheres gäbe? Und dieses Schlitzohr sammelt von uns ständig Geld für das Streichen der Bänke, für den Austausch der Glühlampen. Naja, etwas in der Art wird tatsächlich gemacht, aber wir sind ja nicht dümmer als er. Wir verstehen ausgezeichnet, dass alle benötigten Mittel in reichlicher Weise von der Partei zugewiesen werden. Und das ganze gesammelte Geld steckt sich diese jämmerliche Kreatur von Konrad Jagleski wahrscheinlich in die eigene Tasche. Deshalb möchte ich, der die Kommune mit brennender Seele liebender Dichter der Revolution vorschlagen, die Häuser in der gesamten Stadt unter die Kontrolle der Partei zu stellen. Natürlich erwarte ich nicht, dass man jedem Haus ein Parteimitglied zuordnet, das wie ein Falke wacht. Quartalsweise Überprüfungen und Kommunikation mit den Bewohnern wird ausreichend sein. Ich bin überzeugt, dass dies den Genossen keine Last, sondern eine Lust und Freude sein wird. Ich schlage vor, mit meinem Haus zu beginnen. Möge mein Haus diese hohe Ehre zuteil werden. Damian Bitter, proletarischer Dichter. Antwortmöglichkeiten. Welch ausgezeichnete Verse. Nie im Leben habe ich bessere Gedichte gelesen. Was will er eigentlich? Es wird alles gemacht. 2000. Es scheint, dass Bitters Hausverwaltung etwas von Dichtung versteht. Leider kann man das nicht von Bitter selbst sagen. Abgelehnt. Ah, Entscheidung mit direkt verknüpft mit Kulturkritik oder Kritik an seinen Texten. Na, wir können mal trennen. Lass uns mal diesen ganzen Dichterei-Kram, Autorenschaftsbereich zur Seite nehmen, weil eigentlich ja nur in der Mitte das wirklich ist, was interessant ist für unsere Entscheidung. Nämlich, da ist irgendein Hausverwalter, bei dem die Befürchtung im Raum steht oder das, der Vorwurf im Raum steht, besser gesagt, dass er sich Geld einstecken würde. Und wir hätten jetzt, uns wird netterweise auch gleich vorgeschlagen, wie wir darauf reagieren sollen, nämlich wir sollen alle Häuser unter staatliche Verwaltung stellen. Frage Nummer 1. Wir sind doch aber eine kommunistische Kommunen, so ein Kommunenland. Wir haben ja kein Privateigentum, also insofern müsste ja alles schon unter staatlicher Aufsicht sein. Beziehungsweise er will ja Überprüfungen und so weiter und so fort und die Partei soll genauer auf die Häuser draufblicken und im Prinzip ist er angepisst, dass der Hausverwalter seine Gedichte abreißt. Genau, und stellt dann gleichzeitig in den Raum, dass er sich irgendwie dort was einstecken würde. Also von diesen beiden Varianten würde Variante 1, glaube ich, das Grundproblem nicht lösen, nämlich wir können nicht rausfinden, ob der Typ sich Geld einsteckt oder nicht. Und bei Variante 2, es würde zumindest helfen, wenn wir etwas weniger Dichtung hätten. Ja. Und dann könnten wir uns auch über Fakten unterhalten. Aber sobald Dichtung dazu kommt, ist überhaupt nicht mehr klar, worum es hier eigentlich geht. Und das ist in diesem Brief perfekt passiert. Ja. Und deswegen bin ich für 2. Ich bin auch mit jeder Faser meines Körpers nach Lesen dieser Zeilen und Verstehen der Intention des Schreibenden voll und ganz für Option 2. Möge er darben zwischen seinen vollgeschmierten Blättern, so dichte er weiter proletarische Lyrik, doch Kontrolle über Häuser wird er nicht erfahren. Die Gedichte Bittners haben ihnen keine Freude bereitet, also warum ihm eine Freude bereiten? Ja. Ja, es hat wirklich keinen Spaß gemacht, das zu lesen. Nee. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen,
Nee, ich werde das nicht weiter kommentieren. Wir haben uns entschieden. Nächste. Ja. An das Stadtoberhaupt Francis River. Genosse River. In seiner Rede vor Arbeitern des Siegellack- und Tintenkombinats vor kurzem sagte der Genosse Joseph Steele Folgendes. Der Triumph unserer sozialen Ordnung ist unabwendbar. Die unwürdigen Anstrengungen unserer boshaften Kritiker sind nicht nur sinnlos, sie geben uns noch mehr Kraft für künftige Leistungen, Errungenschaften und Entdeckungen. Die Wahrheit des Anführers ist unbestreitbar. Und es ist gut, dass diese seine Worte für die Nachwelt mit Hilfe der Wochenschau festgehalten wurden. Die kommenden Generationen würden uns einen solchen Verlust nicht verzeihen. Bedauerlicherweise hat sich in Eisen 1 kaum jemand um diese Generation gekümmert. Generation? Es versteht sich, dass nichts mit der Rede des Genossen Steele vergleichbar ist, aber gibt es in unserem Leben überhaupt nichts Interessantes? Gibt es natürlich. Die Ankunft neuer Maschinen im Werk, die Rekordmenge gemolkener Milch, das Jubiläum unserer werten Zeitung, alles verdient seinen Platz auf dem Film. Nur daran denkt ja überhaupt keiner. Aber ich habe eine Lösung gefunden. Ah. Und mir scheint, dass sie einfach großartig ist. Aha. Anstelle volkseigener Mittel für festangestellte Wochenschau-Reporter auszugeben, könnte man einen Club für Amateurregisseure gründen. In diesem Club kann jeder vollkommen kostenlos die Grundlagen erlernen und mit der Kamera üben. Alles, was von den Teilnehmern gefordert wird, ist die wichtigen Ereignisse im Leben unserer Stadt anwesend zu sein und entsprechend zu filmen. Davon werden alle profitieren. Und auch das Gebiet gibt lieber Mittel für berufsbildende Clubs frei. Ich bin Lehrerin, deswegen verstehe ich alles. Gloria Ridley. Irgendwie hat sie sich genau mit diesem letzten Satz disqualifiziert für weitere Gespräche. Ja. Ja. Ist erstaunlich. Manchmal kann es ein Satz sein, der jemanden aus dem Gespräch katapultiert. Auf so vielen Ebenen falsch, ja. Genau, es ist einfach auf vielen, vielen Ebenen falsch. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, finde ich. Ich möchte an dieser Stelle einen Flachwitz einstreuen. Oha. Diese Frau macht einen Fehler in einem Aufzug. Wrong on many levels. Wir bräuchten noch so ein Dingel. Ja, irgendwer hat, glaube ich, letzte Woche gesagt, wir brauchen ein Phrasenschwein und vielleicht sollten wir das tatsächlich irgendwie einführen. Dass es dann so ein Jingle gibt oder so ein Red Button und da sammeln wir irgendwas extra. Ja. Sagt Edelhack. Super gut. Ja. Ich will nicht mal, dass die Frau unsere Kinder unterrichtet, ehrlich gesagt. Aber kommen wir mal wieder zu Argumenten zurück. Was mich am meisten stört, ist, dass sie die Wochenschau-Reporter durch wen auch immer ersetzen will. Also ich habe ja damit überhaupt gar kein Problem, dass da ein Club aufgemacht wird und die Leute da irgendwie Film lernen. Sollen sie bitte Spaß haben und es kommen bestimmt ganz, ganz tolle Szenen aus unserer Stadt dabei raus. Aber warum sollte ich denn dafür die Reporter rausschmeißen, die doch die Arbeit schon machen und die wie gut auch immer sind? Also ich sehe da gerade den Sinn nicht. Ich fürchte, da ist Dunning und Kruger sind stark in ihr, aber das bringt ihre Profession mit sich. Leider, das ist erstaunlich, wie verbreitet das durchaus ist. Ja, wobei ich jetzt ungerne LehrerInnen oder Lehris Mehrzahl wenn das Geschlecht keine Rolle spielt, kann man Lehris sagen, dass Lehris in unserem Land, also in unserer realen Welt, nicht mit Lehris vergleichen in diesem totalitären System, in dem wir uns hier in diesem Spiel befinden. Ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Guter Aber Punkt. An dieser Stelle, Lehrer sollten Kinder unterrichten, nicht mich, keinerlei Clubs. Ja, sie hat sich
im Prinzip ist es so, interessante Punkte, was sie machen will, ist auf vielen Ebenen falsch. Mit natürlich gibt es, hat es einen Sinn, dass diese Wochenschau, also es steckt ja etwas dahinter, wie die Partei kommuniziert. Man kann das auch als Propaganda bezeichnen, so ist es wahrscheinlich aber einfach auch. Die kleinen Sachen, die hier passieren, die großen Errungenschaften, puh, ja, ich fürchte mich vor dem, was passieren würde, wenn dieser Club aufgemacht ist. Sie wird sich aufschwingen zu derjenigen, die Filme produziert und dann als nächstes verlangen, dass alles immer gezeigt wird. Und da denke ich irgendwie an Clockwork Orange, wo dann Leute da sitzen mit hochgeklappten Augenlidern und sich diese Filme angucken müssen. Aus ihrer Feder. Mit Dingen, die sie meint, die sehen, die zeigenswert sind. Nee. Und ich möchte sie eigentlich nicht auch nicht als Lehrerin, aber diese Option besteht ja nicht. Ja, weil das, den einzigen Fehler, den sie gemacht hat, ist dieser eine Satz, dieses anstelle volkseigene Mittel für festangestellte Wochenschau-Reporter auszugeben, könnte man einen Club für Amateurregisseure gründen. Wenn sie diesen Satz nur weggelassen hätte, wäre schon viel geholfen gewesen. Dann würden wir, glaube ich, dieses Gespräch anders führen. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, den letzten Satz hat sie einfach, ihr wahres Gesicht gezeigt. Also der letzte Satz ist der Scooby-Doo-Moment. Da wurde ihr die Maske abgenommen. Ja. Ich habe das jetzt nicht als Argument wahrgenommen, ehrlich gesagt, sondern das ist jetzt so eine... Ja, auf jeden Fall nicht als Argument. Und viele Argumente hat sie nicht gebracht, deswegen musste ich mir jetzt irgendwas raussuchen, was sie gebracht hat. Guter Punkt. Und ich bin groß und ich bin großartig und ich habe das Wissen der Welt gepachtet, ist selten ein gutes Argument. Ja. Insofern. Ja. Ich sag aber so oder so, also ich will nicht, dass sie das macht. Ja. Ja, also ich auch nicht. Im Chat ist gerade Edelhack, was ist mit den Antworten los? Die sind viel persönlicher als letzte Runde. Die Ansprache hier ist auch persönlicher. Ja. Würde ich sagen. Also es fühlt sich passend an, tatsächlich. Aber es ist eine spannende Beobachtung auf jeden Fall. Danke. Okay, so. Sie haben der Genossin Ridley abschlägig geantwortet. Was sagen nun die kommenden Generationen? Tja. Bin gespannt. Wir werden mal sehen, was sie sagen. Ja. Man könnte sie fragen. So, was haben wir? Wir haben noch zwei. Mhm. Also zwei und das erste, was wir nicht noch offen haben. An den Leiter des Stadtkomitees von Eisen 1, Genossen Francis River. Guten Tag, Genosse River. Üblicherweise steigt im Herbst die Zahl der Patienten und dieses Jahr ist keine Ausnahme. In Verbindung damit erhöhen sich auch der allgemeine Verbrauch an hypoallergenen Mitteln. Bedauerlicherweise geht Ihr Vorrat gegenwärtig zu Ende. Ich bitte Sie, eine Anfrage an das Gebietszentrum über die dringende Lieferung einer neuen Medikamentenpartie an unser Krankenhaus zu richten. Es ist sehr schwierig, Menschen ohne benötigte Medikamente zu behandeln. Hochachtungsvoll, Karl Beckett, Chefarzt des ersten städtischen Krankenhauses von Eisen 1. Wie sehr vertrauen wir Ihnen denn? Ich weiß auch gerade nicht so richtig, was hypoallergene Mittel sind. Hypo, wenig. Es kann auch sein, dass er damit meint, Medikamente, die wenig allergische Reaktionen auslösen. Das kann halt auch sein. Ich fühle mich irgendwie aufs Glatteis geführt. Total, total, ja. Ich mich auch. Es kostet uns nur 2.000. Ich sehe nicht, dass uns das in irgendeiner Form doll schaden kann, wenn wir was weitergeben und eigene Mittel dafür einsetzen und sagen, ey, Gebietsblabla, schick doch mal hier Zeug bitte an das Krankenhaus. So viel Hilfe ist es ihm nicht und wenn er es nachher verkauft, haben wir nur 2.000 ausgegeben. Es kann sein, dass er uns wieder aufs Glatteis führt. Er hat uns schon mal eine Falle gestellt, denke ich. Dass wir ihn nicht doppelt gegen uns aufbringen.
weil schon alleine, dass wir den Gewerkschaftern helfen, könnte dazu führen, dass er uns nicht mag. Insofern könnte ich mir hier auch vorstellen, dass so ein bisschen... Oder es ist bereits die Gegenmaßnahme, dass er uns... Oh. Weißt du, weil wir können ihn ja nur einmal aufbringen. Ich glaube, dass wir... Weil er hat ja schon mal, würde ich sagen, mit guten Intentionen gegen uns Sachen gemacht. Ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber das fühlte sich auch so für mich an wie... Ach ja, genau, das war das mit dem hier, die Militärs haben kein Krankenhaus, wollen wir denen nicht mal helfen? Und da haben wir gesagt, nee. Und wir haben dann auch vom Gemeindedings gesagt bekommen, total korrekt, Militär hat euch nichts zu interessieren. Und da hat er uns, ich fühle mich hier auch aufs Glatteis geführt. Und an der Stelle würde ich sagen, ich kann nichts machen, Alter. Geht mir ähnlich, zumal wir ja Medikamente, und es gibt ja nur die eine Sorte Medikament, ja schon organisiert haben. Insofern, es kommt sowieso irgendwas. Ich bin mir nicht sicher, wie dringend es ist. Es kommt jetzt hier für mich nicht raus. Also ich bin da ganz bei dir. Da kann ich nichts machen. Warum schreibt er mir so einen Brief und sagt nicht einfach, das Krankenhaus braucht mehr Medikamente, tu das in deinen Ressourcen. Weißt du? Genau. Aber so sagt er jetzt irgendwie, ich brauch's jetzt sofort, weil irgendwas Außergewöhnliches ist jetzt passiert und das... Nee, noch mehr. Er will, dass wir uns nach oben richten. Er möchte, dass wir eine Ebene höher gehen und sagen, schickt mal. Und wenn jemand möchte, dass wir uns... Also weißt du, da steckt für mich schon drin, wende dich nach oben und mach dich lächerlich. Das spielt mir in die Karten. Das ist wieder ein Stück paranoid, aber er hat sowas schon mal gemacht. Und wir haben an diesen Fisch nicht angebissen mit dem Militär. Und ich würde auch jetzt wieder nicht anbeißen, obwohl er uns jetzt damit lockt, dass es ja total schwierig ist, Menschen ohne Medikamente zu behandeln. Aber wir sind ja an sich sowieso für die Medikamentenversorgung zuständig und machen das auch schon die ganze Zeit. Eben. Insofern, ich weiß nicht, was er von uns will. Nee, da bin ich auch, da kann ich nichts machen. Die Intention ist richtig. Ich fühlte mich hier auch doll aufs Glatteis gezogen. Sie haben die Anfrage nicht abgeschickt. Der übermäßige Verbrauch von Arzneimitteln ist das Problem der Poliklinik, nicht Ihr Problem. Warum überflüssige Verantwortung übernehmen? So kann man das auch zusammenfassen. Ich finde unsere Zusammenfassung besser. Geht mir genauso. Das war es erstmal für diese Folge von For the People. Herzlichen Dank fürs Zugucken. Lasst gerne ein Like da, schreibt einen Kommentar und schaut auch gerne dienstags auf twitch.tv/anderelampe vorbei. Da treffen sich Romy und ich immer zur Dienstagspolitik. In jedem Fall einen zauberhaften Tag. Tschüss!